Werner Renn 2018 auf SHZ. Wir werden heute nochmal den legendären LKW-Weitsprung wiederholen. Im Hintergrund seht ihr den LKW, der schon mal komplett vorbereitet ist. Und heute um ca. 17 Uhr werden wir dann eine Rampe aufbauen, die eine Länge hat von 15 Meter, eine Höhe von 2 Metern. Und da werde ich dann mit diesem LKW rüberfahren und ja, mal gucken, wie weit ich fliege. Von außen sieht er natürlich aus wie ein normaler LKW. Das war ja auch mal irgendein normaler LKW. Aber ihr seht ja schon, wenn ihr mal reinschaut, haben wir da massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sozusagen um den Fahrer bzw. mich zu schützen. Jetzt liegt es nur noch an mir, dass ich alles richtig mache, das Gas halte, das richtige Tempo fahre, die Rampe richtig anfahre. Aber von der technischen Vorbereitung des LKWs ist alles erledigt. Also ich sag mal, so einen Stunt macht man einmal in seinem Leben. Und von 1000 Stuntleuten macht das vielleicht mal einer. Das ist was ganz Spezielles, das ist was ganz Außergewöhnliches. Wenn man so einen Job im Film macht, würde man das grundsätzlich ferngesteuert machen. Da würde hier ein Dummy sitzen, da würden dann auch noch andere Geschwindigkeiten gefahren werden. Aber sowas habe ich noch nie gemacht. Klar ist man da auch heute nervös und aufgeregt. Ideal wäre einfach, wenn das Auto eine super Flugbahn hat, wenn er leicht hecklastig ist, nicht zu steil ist und zuerst die Hinterräder aufkommen und dann kurz danach die Vorderräder. Worst Case wäre, wenn die ganzen Berechnungen, die wir selbst angestellt haben und von Spezialisten durchgeführt worden sind, alle nicht stimmen und das Auto wirklich ab der Rampe frontlastig wird und zuerst mit der Schnauze, also wirklich in einem Spitzenwinkel in die Wiese einschlägt. Da entstehen ja G-Kräfte und die werden von 0 auf 100 abgebaut. Und das wäre dann so für einen Körper schon enorm hart, das zu verkraften. Spektakulär. Bin ich ganz auf die Geschwindigkeit gekommen, die wir eigentlich erreichen wollten. Hätte den dritten Gang noch ein bisschen höher fahren müssen, aber wie gesagt, das ist alles super, super aufgekommen. Alles wunderbar. Fahrbereit war er noch, aber ich glaube für den normalen Straßenverkehr, da ist er, glaube ich, gar nichts mehr.